Hi Leute, heute geht's für mich ins ca. 2000 Kilometer entfernte Avezia, wo wir immer unsere Wintertestfahrten machen. Und da nehme ich euch heute mal mit. Es ist einfach mega. Ich freue mich wahnsinnig auf Schweden, denn dort treffe ich auch immer alte Bekannte und Freunde. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr, wie auch in den letzten Jahren, unseren Matze treffen. Matthias Malmedy ist sehr, sehr oft oben in Schweden, um auch seine fahrerischen Qualitäten zu verbessern. Genau das machen wir oben auch in Schweden. Wir haben nämlich gleich neben dem Test- und Entwicklungsgelände das Event Center von Volkswagen, von der Volkswagen Driving Experience. Und da werden wir natürlich mit euch unterwegs sein. Ich hoffe, ich kann euch da so ein bisschen was zeigen, was das ganze Event-Thema angeht. Und wenn Matze da ist, dann gibt es sicherlich auch eine Challenge. Das Auto muss natürlich auch bei Kälte, bei Eis und Schnee, bei Glätte vor allen Dingen perfekt funktionieren. Da müssen die elektronischen Systeme abgestimmt werden. Und das Ganze machen wir immer in Schweden auf unseren Test- und Entwicklungsgeländen. Seid gespannt, es erwartet euch viel Natur. Das Reisen gehört natürlich zu meinem Job. Das Fliegen an sich ist für mich mittlerweile zum Standard geworden, wie vielleicht für andere Leute die Bus- oder die Bahnfahrt zur Arbeit. Und hier unter uns, siehst du, das ist schon der Track 3. Wir fliegen quasi jetzt hier genau über unserem See. Dynamikfläche dort vorne. Ladies and Gentlemen, welcome to Avezia. Wir wünschen Ihnen nun einen angenehmen Aufenthalt. Vergessen Sie die Winterjacke nicht. Angekommen am großen Terminal. Morgen. Hallo. Hi. Das Schöne hier an dem Flughafen ist, der ist so klein. Du kannst gleich in dein Auto steigen und dann geht's auch schon los zum Testgelände bzw. zum Event Center. Und das ist alles hier sehr nah beieinander. Das Licht geht tatsächlich weg. Wir haben jetzt hier 20 nach 2. Wir fahren ja hier nicht auf zugeschneiten Straßen, sondern wir fahren tatsächlich auf Wasser. Es ist eine Eisschicht von zwischen 30 und 60 Zentimetern. Und da kannst du tatsächlich mit dem Auto drauf fahren. Den Schnee, der an der Oberfläche ist, der muss immer händisch im Prinzip runtergeräumt werden, weil dann kann das Eis wachsen. Man kann sich hier so ein Fahrtraining auch buchen. Auf dem Eissee wird dann von professionellen Instruktoren das ganze Wochenende begleitet und lernt im Prinzip das Fahren am Limit. Das macht A, verdammt viel Spaß, aber B, man nimmt auch immer was mit, was man auch im alltäglichen Gebrauch, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, verwenden kann. Und ich habe einfach Bock zu fahren. Ich will fahren jetzt. Jetzt anderthalb Jahre her, wo ich hier war. Aber jetzt gleich wieder nach Hause kommen. Es ist einfach mega. Du hast hier so einen Trainingseffekt über das Thema Car Control, ja? Weil du das Auto permanent 3, 4, 5% über dem Limit bewegst. Das Auto ist nur am Rutschen. Gelände von Volkswagen und der Volkswagen Driving Experience haben wir hier 3 Handling Tracks mit unendlich vielen Fahrkombinationen, weil wir die Tracks auch kombinieren können. Wir sind jetzt unterwegs zu dem Track 1, der kleinste Track, allerdings auch der winkligste. Das heißt, hier driftet man am meisten. Der Speed ist nicht ganz so hoch, aber das ist super zum Lernen, um ein Fahrgefühl jetzt mal zu dem Auto zu bekommen. Da zeige ich euch jetzt mal, wie das Ganze hier ausschaut, wenn wir da ein bisschen angasen. Ja, merkst hier sofort, dass das Allradsystem komplett arbeitet. Ich bin jetzt hier in einem besonderen Fahrmodi unterwegs, in dem Fahrmodi Special. Das Fahrwerk ist etwas weicher, ja, das Auto stützt sich so ein bisschen mehr ab. Wir hören es bollern über die Abgasanlage. Auch hier in dem Auto ist die Agapo-Winch verbaut. Ihr hört jetzt hier schon, dass das Ganze viel über das Gaspedal gesteuert wird. Das heißt, will ich mehr driften, gebe ich einfach ein bisschen mehr Gas. Und wenn ich Traktion will, dann mache ich das Lenkrad halt gerade, schalte einen Gang hoch. Und schon geht es auch vorwärts. Also das Allradsystem von uns ist so schlau, dass es anhand vom Lenkwinkel natürlich erkennt, wie viel Moment wir vom Antrieb an das jeweilige kurvenäußere Rad geben müssen. Das bestimmen wir über Gaspedalstellung und letzten Endes über den Lenkwinkel. Das ist unterschiedlich in den Fahrmodi, ja, von Special über Drift bis hin zu Sport.
Grundsätzlich testen wir hier auf dem zugefrorenen See natürlich auch unsere Regelsysteme wie ESP, ABS. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier das ESC mal in den Sportmodus versetzen, dann spürst du, wie die Elektronik das Auto immer wieder daran hindert, maximal quer zu gehen. Und all diese ganzen Dinge kannst du hier perfekt abstimmen, weil du natürlich von der Geschwindigkeit nicht so hoch bist und weil der Untergrund so super glatt ist, musst du das ganz feinfühlig regeln. Wenn du dann auf Asphalt gehst oder auf eine nasse Straße, dann hast du ja den Worst Case hier schon abgetestet. Mal rausgefahren auf eine Erhöhung, und zwar hatten wir heute eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, Polarlichter zu sehen, und das Naturschauspiel nehmen wir natürlich gerne mit, und das haben wir gerade mit einem kleinen Kreis an Leuten beobachten können. Ist immer wieder wunderschön zu sehen, kann man natürlich nur hier oben im hohen Norden beobachten. Jetzt geht's zurück und dann geht's auch ins Bett. Heute ein langer Tag, geht zu Ende, und dann haben wir morgen noch mal ein bisschen Action. Guten Morgen, Tag 2, ein neuer Tag, neues Glück. Wir haben heute sogenannte Ice-Challenges vorbereitet, wo ein Journalist gegen mich antritt. Ein ganz bekannter, der auch sehr gut Auto fahren kann. Und mal gucken, wie er sich gegen mich schlägt. Auf geht's! Wir werden jetzt mal kurze Lagebesprechung machen. Der Himmel ist super, super klar. Ich glaube, wir haben mega cooles Licht. Das freut die Kameraleute immer, habe ich gelernt. Ja, ich bin gespannt. Also, bis gleich. Okay, dann würde ich sagen, die Kamera läuft. Und bitte. Herzlich willkommen zu den VWR Ice Games hier in Awitzjau. Ja, langer Tag geht zu Ende. Es war heute ein sehr, sehr spannender Tag. Wie ihr gemerkt habt, habe ich den ganzen Tag vor der Kamera gestanden. Jetzt geht's zurück ins Hotel, dann gleich nochmal in die Sauna eine Runde und dann später zum Abendessen. Ja, und dann habe ich auch, ich denke, gegen 9 Uhr Feierabend, und morgen früh geht's schon wieder weiter. Ich freue mich. Also, bis morgen. Ja, guten Morgen. 10 vor 7, ziemlich kurze Nacht, denn gestern haben wir noch Nordlichter gesehen, sind dann nochmal raus hier am Hotel und haben uns das Naturschauspiel nochmal angeschaut. Heute drehen wir ein Mood-Video für die VWR, dafür fahren wir so ein bisschen in die Natur. Wir fahren jetzt zu einer ziemlich coolen Location, so einer Anhöhe, wo du über die gesamte Fläche hier schauen kannst, ewige Weiten, pure Natur, und ich würde sagen, auf geht's. Es ist malerisch, ihr werdet es gleich sehen. Ich glaube, das ist atemberaubend, wenn man da oben dann steht und einfach in die ewige Weite schaut. Und vor allen Dingen, was ich cool finde, die Ruhe. Ich wohne in der Stadt und da ist immer irgendwie Action, da ist immer irgendwas los. Aber wenn du hier bist und wirklich da oben gleich mal stehst, du hörst nichts. Nichts. Das ist schon beeindruckend. 10 Kilometer fahren wir jetzt hier durch einen Einsamwald. Guck mal hier auf die Karte. Guck mal, da ist nichts. Rechts und links. Wenn ihr euch hier verfahrt, hier ist niemand, den ihr nach dem Weg fragen könnt. Hier wird viel Forstwirtschaft gemacht, viel Rentierzucht. Und ansonsten ist hier nicht so wirklich viel, außer viel Natur und Landschaft. Also biegen jetzt gleich links ab und dann geht's kontinuierlich den Berg auf. Gleich haben wir das Haus eingefroren, ist einfach. Oh ja, hier ist windig. Berlin, ja. Zieht hier. Hier windet's richtig. Hier sind keine Menschen. Weit und breit. Arktische Kälte, arktische Bedingungen, das ist halt extrem. Deswegen gehen wir hier mit unseren Fahrzeugen auch immer wieder hin,
um gerade eben diese Kaltfahrten zu machen. Da testen wir halt sämtliche Geschichten, sogar bis hin, dass die Fahrzeuge über Nacht noch in die Gefrierkammer kommen. Da werden die Autos in eine Gefrierkammer gepackt, die dann minus 55 Grad über Nacht hat. Am Morgen wird eingestiegen, Motor gestartet und das tut einem dann schon in der Seele weh. Gedreht. War ganz cool im Wald. Hat mich tatsächlich so an meine erste Rallye erinnert. Ich bin ja mal eine Rallye gefahren und das jetzt gerade in dem Wald auf dieser abgesperrten Straße da zu driften, das war schon mega, hat Bock gemacht. Haben wir gutes Bildmaterial zusammen, Lenny? Fantastisch. Ich habe mich nicht als Test- und Entwicklungsfahrer beworben, sondern ich bin ja für Volkswagen im Motorsport tätig gewesen und dann hat man das irgendwann mal probiert, mich in die Serienentwicklung mitzunehmen bei Testfahrten. So bin ich da dann mal mitgefahren und das hat mega gut funktioniert. Letzten Endes kann man bei mir persönlich sagen, war die Basis der Motorsport. Ich habe mir da die Lorbeeren erarbeitet, habe einen Namen da im Motorsport und so am Ende des Tages an meiner heutigen Position im Hause Volkswagen angekommen. Das war es auch schon von mir aus Schweden. Ich hoffe, ihr konntet so einen kleinen Einblick gewinnen in das Thema Benny Leuchter und Volkswagen, Volkswagen R. Was macht der Typ eigentlich den ganzen Tag bei Volkswagen? Hab euch überall hin mitgenommen. Wenn ihr Interesse habt an weiteren Technikvideos, die verlinken wir euch einmal hier. Schaltet da gerne einmal ein. Interessante Sachen zu dem Thema Volkswagen R. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Volkswagen.